Guten Tag und herzlich willkommen zurück hier wieder bei The New Great Castle Adventure. Wir spielen jetzt Level 33, gefährliche Aufzüge. Das machen wir mit dem guten Toad bei Double Jump. Und dort gibt es 3 Sterne. Ich habe eigentlich mit einem Wolkenlevel gerechnet. Mit einem kalten Wolkenlevel wegen hier blaue Golumba, aber Wolkenlevel, aber es ist ein Schneewald. Habe ich mich getäuscht. Was auch immer passiert ist, ich bin froh, dass ich meinen Tanuki-Suit noch habe. Und ich mache mal mich davon Acker, wegen der Blume. Okay, da kriege ich eine Feuerblume und da drin denn wahrscheinlich irgendwas anderes oder gar nichts. Sieh mal an, eine Glasröhre. Unrealistisch, man hat mich nicht drin gesehen. Bist du Deko? Ja. Ich nehme mir mal den Koopa damit zum Schutz. Das Problem bei Toad und Peach ist ja eigentlich, dass die das über sich tragen, nicht vor sich, wie Mario und Luigi. Der wirkt halt nicht ganz so gut, der Schutz. Ja, da oben geht's noch weiter. Von hier aus sehe ich, doch, da sieht man ein bisschen, dass da oben was ist. So, dann fängt das an mit dem Lift. War das jetzt richtig? Das war nicht richtig. Ich will wissen, was da in dem Block drin ist. Aber der blöde Fonzie ist da ein Weg. Fonzie! Ich hab noch gerade berührt. Ich hab noch erwischt. Oder waren zwei? Sind zwei da drin? Da ist eine Eisblume drin. Das ist interessant. Waren hier nicht gerade noch zwei? Gefährlich. Da unten ist eine Röhre. Ich will zu dieser Röhre. Wer will denn das? Will ich jetzt da rein? Sollte so sein? Ich will nach da oben. So. Fuck. Ich kann leider kein Double Jump machen aus dem Spin Jump heraus. Ich würde gern wieder zurück. Müssen da nicht irgendwie Sachen sein? Oder kommen die jetzt erst? Das ist ein Exit. Ich habe das Gefühl, ich bin an lila Stern vorbei. Ich muss da irgendwie unten durch die Röhre. Oder ist halt ein besonderes Item. Aber ich glaube, das ist der lila Stern. Okay, halt nochmal. Nochmal. Ist okay. Da können wir mal gucken, was da drin ist, wenn wir nicht, eine Eisblume. Toll. Gib mir den Scheiß. Der ist schon aktiviert. Der auch? Nee, was? Muss ich den jetzt? Nee, ich glaube nicht. Ja, ist richtig. Das ist richtig. Ey, wollte ich behalten. Naja, hätte ich jetzt eh. Die sind ja schnell. Ey, ich dachte, du bist hier gerade aus dem Bild raus. Alter, sind die schnell. Ah, das ist die lila Stern. Will ich wissen, was da drin ist? Jetzt komme ich da raus. Der ist ja praktisch. Sehr praktisch. Gut, dass ich nochmal rausgegangen bin. Ansonsten wäre es halt doppelt gemoppelt gewesen. Aha. Springende Plattform.
Ich will nicht, dass der da. Ich geh mir auf den Sack da unten. Wisst ihr was? Sterbt. Aha! Ist ja Cooper, Kicker Cooper. Die Ratte. Okay, jetzt will ich da wissen, was da drin ist. Obwohl, eigentlich nicht. Ich will meinen Tanuki nicht verlieren. Komm, Junge. Verpiss dich. Irgendwie sind die nicht verletzbar. Lass mal das. Lass das mal. Man könnte mit Toad da vielleicht abkürzen. Hätte ich jetzt da irgendwas, um die blöde Pflanze loszuwerden. Aber ist egal. Funktioniert auch so. Ha! Wow, das hätte sich nicht gelohnt, von da unten darunter zu, von da oben darunter zu springen. Aha. Das ist auch cool, muss ich sagen. Ich hatte kurz Angst, dass die Blume mich von unten trifft. Geh mal weg da. Aha, da ist davon sie. Alter. Hui, die schnellen Plattformen sind ein bisschen schnell. Deswegen sind sie ja schnelle Plattformen. Verpiss dich. Ja, von mir aus, da unten könnt ihr, kannst du da sein, blöder Cooper-Panzer. Es wundert mich irgendwie, dass ich bisher hier noch kein Blatt bekommen habe. Sondern nur Feuer und Eisblumen. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist das der Hauptausgang oder ist das der andere Ausgang? Er hat ihn runtergestoßen. Kameradenschwein. Oh oh. Ah, der ist jetzt weg. Oh nee, muss... Ein Glück hat das Ding erwischt. Nein, ja, Cooper, verpiss dich, lass mich bloß in Ruhe. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Du bist mir noch im Weg. Hätte ich da jetzt durch die Röhre gehen können. Ein Ausgang hinter einen Ausgang. Oder ein Goldstern hinter einen Goldstern. Hatten wir auch schon mal. Beim Geisterhaus, aber da muss man erstmal eine Aufgabe absolvieren. So, das ignorieren wir einfach mal. Wir gehen oben lang, weil es oben, glaube ich, sicherer war. Pff, scheißegal eigentlich. Bapp. Hier will ich jetzt oben lang. Okay, das ist richtig. Das ist richtig. Ich wäre den fast da reingelaufen. Ich will nicht in den reinlaufen. Stirb. Woher stammt die Musik? Das würde mich jetzt interessieren. Die. Irgendwie denke ich hierbei an Sonic. Aber das ist zu fröhlich für Sonic. Obwohl es auch fröhliche Songs gab. Okay, das startet erst, wenn ich loslege. Ich gehe erstmal noch mal da oben lang. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr nach einem lila Stern suchen. Ich hab den ja. Verpiss dich. Okay, nochmal so eine Scheiße.
Aha, aha. Jetzt da lang. Mhm, mhm. Jetzt muss ich runter. Muss ich jetzt wieder runter oder nach oben? Ich gehe nach unten, weil Münzen... Münzen weisen den Weg! Scheiße, das ist ein Jagdkooper. Der soll mich bloß in Ruhe lassen. Okay, das war richtig. Verpiss dich! Bitte sei aus dem Bild despawned. Nein, er ist wieder da. Ganz toll. Verpiss dich. Bleib hinten! Oh oh. Du miese Ratte! Oh shit. Er hat mich getötet. Ich habe hier natürlich kein Double Jump mehr. Nenn mich halt Feuerblume. Oder ich nehme gar nichts und sterbe, ist auch okay. Die Eisblume braucht zu lange. Heißt, die Eisblume ist keine Option, weil sie nichts bringt, weil man sie nicht bekommt. Scheiß auf die Eisblume. Gib mir den Scheiß. Das hat sich total gelohnt. Nicht. Überhaupt nicht. Was für ein Scheiß. Okay, das ist an. Dann geht's nach oben. Dann muss ich das umhauen. La 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 la. Und hier bekam man ja nichts mehr. Ah, nee. Hier bekam man gar nichts mehr, oder? Doch, ein Pilz. Gut, dass der durch die Lücke gefallen ist. Mir wäre es aber so Double Jump echt lieb. Besonders wegen den Scheiß hier. Oder den Scheiß. Waren die nicht vorhin noch anders irgendwie? Das... positioniert irgendwie? Jetzt bin ich oben lang. Ich muss diesen blöden Jagdkooper loswerden, aber der kommt zu spät. So. Ist ja Geschichte. Oh, Menno. So, jetzt muss ich unten lang. Oh, ich dachte, jetzt kommt noch mal ein neuer Jagdkooper. Alter, ist das fies. Gut, dass ich nicht gesprungen bin. Kriege ich hier ein neues Power-Up? Bitte? Uah. Fast zu weit. Aber wir haben es geschafft. In einer eigentlich viel zu schnellen Zeit. Ich war viel zu schnell. Ich war zu schnell. Wir haben 91. Großartig. Das reicht aber noch nicht für die Bonuslevel. Da brauchen wir 94, glaube ich. Die orangenen Türen in diesem Raum, die mit den Pilzbildern drauf, führen zu speziellen Bonusleveln. Nachdem du Rosalina gerettet hast, kehre hierher zurück, um die speziellen Herausforderungen für weitere Sterne zu stellen. Hä? Okay. Ich muss erst Rosalina... Brauche ich 96. Wo brauchte ich denn 94? Da hole ich 100. Heißt jetzt, wir müssen mit dir reden und dann ist das Level dran. Ah. Hier kriegen wir 3 Sterne. Unten ist die 94er Tür. Und dann hätten wir das. Hallo Opa. Hey alter Junge. Hast du vor, dich an diesen herausfordernden Leveln zu versuchen? Das sind die härtesten Herausforderungen, die ich je gesehen habe. Du solltest also lieber später wiederkommen. Doch, ich habe gehört, dass man einen sehr schönen Preis erhält, wenn man alle 4 meistert. Echt?
irgendwas, was mir denn noch was bringen würde? Eigentlich nicht, ich hab das Spiel durchgespielt und dann kommen die Bonuslevel. Das ist toll. Das finde ich immer wieder toll bei so Spielen. Du kriegst den ganzen tollen Scheiß denn später. Ja, das denn halt beim nächsten Mal. Nightmare Lair. Bitte lass es nicht nochmal ein Kirby-Level sein. Da hab ich keinen Bock drauf. Da ist die 94er-Tür. Ja, wie gedacht. Wir sehen uns denn halt beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin, Glück auf, euer Lars und tschüss.